Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Backrezept für euch und zwar für vegane Apfelknoten. Dafür benötigen wir zuallererst 500 Gramm Weizenmehl sowie 160 Gramm vegane Butter. Ihr könnt auch Margarine verwenden, aber mit veganer Butter schmeckt es besser. Sowie 30 Gramm frische Hefe, ein ganzes Päckchen Vanillezucker, 240 Milliliter Haferdrink ungesüßt plus 2 Esslöffel zusätzlich, eine Prise Salz, 80 Gramm normalen Zucker sowie 80 Gramm braunen Zucker. Dann geht es weiter mit 2 Teelöffel gemahlenen Zimt, eine Bio-Zitrone, von der Bio-Zitrone einen halben Teelöffel Zitronenschale, also Abrieb, und 3 Esslöffel Zitronensaft. Dann geht es weiter mit einer ganzen Packung, 250 Gramm werden das, Puderzucker. Den benötigen wir am Ende für die Zuckerglasur, genauso wie den Zitronensaft. Also eine ganze Packung, 250 Gramm Puderzucker. Wo war ich noch nicht? Und ja, Apfel, 150 Gramm Äpfel. Mein Apfel, den habe ich abgewogen, der wiegt mit Schale, Kerngehäuse und alles 180 Gramm. Ich wiege den aber dann nachher, wenn ich geschält habe und alles geschnitten habe, noch ab. Kann sein, dass ich noch einen zweiten benötige. Wir werden sehen. Also 150 Gramm. Und für den Fall, dass ich jetzt nichts vergessen habe, wären das auch schon alle Zutaten. Wenn ich was vergessen habe, unter der Infobox findet ihr die ganzen Angaben, die richtigen Mengenangaben und eventuell auch, also alles steht unten. Ihr wisst ja Bescheid. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon mal loslegen. Zuallererst habe ich jetzt hier in meine Rührschüssel meine 500 Gramm Weizenmehl hineingegeben und eine Prise Salz. Da machen wir jetzt eine Mulde rein. Und meine 240 Milliliter Haferdrink, ungesüßt, habe ich in einen Topf gegeben. Und der steht hier gerade drüben am Herd. Den Haferdrink lassen wir jetzt erwärmen. Aber nicht so, dass er kocht, sondern einfach nur, ja, wenn das Ganze raucht, wisst ihr Bescheid, dann ist der Haferdrink und ist auch schon fertig. So, ja, wenn das Ganze raucht, ihr seht ja, dann ist das Ganze fertig. Und jetzt füllen wir hier in die Mulde vorsichtig die 240 Milliliter Haferdrink hinein. Ihr könnt auch Sojadrink verwenden, wenn ihr mögt. So, okay. Ja, oh, klappt. So, dazu geben wir unsere 30 Gramm Hefe. Wo habe ich denn meine Hefe? Jetzt muss ich die nur abwiegen. Ich hätte das mal vorher auf die Waage stellen sollen. Hoffentlich geht das gut. Ist aber auch nicht schlimm, wenn da jetzt ein bisschen was rausläuft, aber wäre so natürlich besser. So, also 30 Gramm frische Hefe. Und zwar bröckeln wir die jetzt in die warme, in den warmen Haferdrink hinein. Jetzt schwappt mir das schon über. So, genau 30 Gramm. Zu den 30 Gramm geben wir hier noch einen Esslöffel Zucker dazu. Von dem normalen Zucker. Ich nehme das so einen, ja, einen flachen Esslöffel. Den geben wir hier mit rein. Und dann vermischen wir das hier oben. Das hätte jetzt nicht rausschwappen sollen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Vermischen wir das Ganze hier. Sollte eigentlich schön bedeckt sein, aber ich hätte die Mulde größer machen sollen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Gut. Und das lassen wir jetzt 10 Minuten gehen. Hier habe ich mein frisches, trockenes, sauberes Geschirrtuch. Einmal abdecken und 10 Minuten gehen lassen. 10 Minuten später. Ich habe das Handtuch wieder hier abgedeckt, brauchen wir aber gleich, also noch liegen lassen. So sieht das jetzt aus und in der Zeit, wo das 10 Minuten gegangen hat, habe ich 60 Gramm von meiner veganen Butter, wie gesagt, ihr könnt auch Margarine verwenden, in einem Topf schmelzen lassen. Die soll flüssig sein. Und jetzt geht es weiter zu unserer Mischung hier. Geben wir jetzt ein ganzes Päckchen Vanillezucker. So wie 80 Gramm normalen Zucker.
den halben Teelöffel Zitronenschalenabrieb. Ich habe ja hier eine Bio-Zitrone, also unbedingt eine Bio-Zitrone verwenden. Die habe ich warm abgewaschen und abgetrocknet. Und jetzt werde ich hier einen halben Teelöffel reinhobeln. Ihr könnt ja auch, es gibt ja diese fertigen Tütchen, wo das Ganze schon fertig gerieben ist. Könnt ihr auch machen. Ich mache das jetzt nach Gefühl. Ich sehe das ja, wenn das hier einmal reingeht. Könnt ihr aber auch ganz exakt abmessen. Also einen halben Teelöffel. Ja, Kamera ging aus, einen halben Teelöffel Zitronenabrieb. Und jetzt kommen unsere 60 Gramm vegane Butter, die geschmolzene oder eben Margarine dazu. Butter würde ich empfehlen, also vegane Butter. Das schmeckt man einfach, also schmeckt man wirklich raus, dass das dann vegane Butter ist. So, und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, das Ganze verkneten. Entweder nehmt ihr jetzt eine Rührmaschine mit Knethaken und ja, ein paar Minuten lang schön durchkneten und zu einer Kugel formen. Oder, ihr wisst ja, ich mache das mit den Händen. Also vermenge ich jetzt erstmal alles hier schön und knete das ein paar Minuten lang durch. Mein Teig ist fertig geknetet, so sieht es aus. Und ja, jetzt decke ich das Ganze wieder zu und ja, lasse das 45 bis 50 Minuten jetzt gehen, also ruhen. Und ja, der Teig sollte sich nach 45, 50 Minuten verdoppelt haben. Also so sieht er jetzt aus und dann sollte er schon die doppelte Menge haben, die doppelte Masse. Das stelle ich jetzt beiseite, werde hier kurz Glas Schiff machen und ja, beziehungsweise, ja, so viel ist es nicht. Dann zeige ich euch jetzt in den 50 Minuten, wenn wir warten, die Füllung. Die können wir nämlich jetzt schon vorbereiten. Für unsere Füllung habe ich jetzt 100 Gramm vegane Butter. Wie gesagt, auch da könnt ihr 100 Gramm Margarine verwenden. In einem weiteren Topf geschmolzen, 100 Gramm. Und in eine weitere Schüssel habe ich 80 Gramm braunen Zucker hineingegeben. Zu den 80 Gramm braunen Zucker kommen unsere 100 Gramm geschmolzene Butter, / Margarine. Und dazu 2 Teelöffel gemahlenen Zimt. Könnt ihr so leicht gehäufte nehmen oder weniger, wenn ihr es nicht so zimtmäßig möchtet. Das Ganze verrühre ich jetzt. Der Teig, wie gesagt, muss noch so 40 Minuten bei mir gehen. Aber das Ganze können wir schon vorbereiten, die Masse. Weil ihr seht ja, es ist jetzt sehr, sehr flüssig und die Masse streichen wir dann nachher, also wir rollen den Teig nachher aus, streichen diese Masse hier drauf, verteilen noch die Äpfel und so weiter. Und das soll jetzt schon ein bisschen dick wieder werden. Somit hat das Ganze noch Zeit. So, den Zimt hier nicht, dass das so klumpt. So, das stelle ich jetzt beiseite. Das ist die Füllung. Und meinen Apfel, 150 Gramm benötigen wir, werde ich jetzt schälen, Kerngehäuse entfernen und klein würfeln. Also schon sehr klein, in so kleine Würfelchen, in kleine Stücke. Und ja, dann wiege ich das Ganze ab. Ich mache die Würfel in eine Schale und zeige ich euch jetzt gleich. Ihr seht das ja jetzt sofort. Ja, also 150 Gramm wäre gut. Ihr könnt auch mehr nehmen. Das kommt drauf an, wie groß. Also der Teig sollte so circa 30, 35 Zentimeter mal ja, 60 ausgerollt werden. Deswegen, je nachdem, wie groß ihr den ausrollt oder je nachdem, wie klein, ja, sieht man ja, wie viel Äpfel da drauf passen. Ich sage mal so 150 Gramm und mal schauen, ja, wie viel ich davon verwende. Kann sein, dass ich noch einen zweiten nehme. Meine 50 Minuten sind vorüber. Ich habe jetzt hier auf meine Fläche Mehl draufgegeben. Werde hier oben meinen Teig mit Mehl rausholen. Das heißt, ich gebe jetzt hier ein bisschen Mehl drüber, damit ich den Teig rausbekomme. Und dann werden wir das Ganze noch einmal kurz durchkneten. Nicht zu viel Mehl nehmen. So. So, mit bemehlten Händen. Dann noch einmal schön durchkneten und dann können wir das Ganze auch schon mit dem Nudelholz ausrollen.
Also unbedingt circa 50 Minuten gehen lassen, dass sich das verdoppelt hat, die Menge. Und ja, wie ich es letztes Mal schon bei den Krapfen gesagt habe, ich verlinke euch gerne mal das vegane Krapfenrezept unten, wenn ihr das noch nicht gesehen habt und Interesse habt. Das ist fast der gleiche Teig, aber eben nur fast. Aber der hat sich auch sehr gut bearbeiten lassen, sage ich mal. So. Und jetzt rollen wir das Ganze, ach Gott, jetzt rollen wir das Ganze auch schon aus. Sollte ein Rechteck werden, so 30 x 60 cm. So, Mehl benötigen wir nicht mehr, also nicht zu viel Mehl verwenden. Also 30 hoch, 60 lang. Könnt ihr gerne auch ein Maßband verwenden. Ich mache das jetzt so. So sieht mein, ja, seht ihr? So sieht mein Teig jetzt aus. Ich hoffe, man kann es jetzt erkennen. Passt nicht ganz drauf. Also ja, ca. 30 cm hoch. Ihr könnt auch 40 machen und ca. 60 cm breit. Ja, könnt ihr auch abmessen. Ich habe es jetzt nicht abgemessen. Das ist jetzt gefühlsmäßig. Und ja, so, jetzt habe mir schon mein Backblech bzw. mein Backgitter vorbereitet. Da habe ich schon Backpapier draufgegeben. Und hier ist jetzt die Füllung. Die ist hart geworden. Ich habe euch jetzt noch nicht mitgenommen beim Umrühren. Also die ist komplett hart geworden. Also starr. Und jetzt habe ich das einmal durchgemischt. Und dann seht ihr, es ist so eine klebrige Pampe. Also einmal schön durchmischen, damit das wieder so ein bisschen klebrig wird. Und die Masse geben wir jetzt hier auf unseren Teig. Und da bestreichen wir jetzt den ganzen Teig mit. So, also schön gleichmäßig bestreichen. Sollte auf jeden Fall reichen. Ich hoffe es. Oder ich habe es doch ein bisschen größer ausgerollt als diese 30 cm, aber beziehungsweise 30 x 60. Aber einfach dünn bestreichen. Der Teig selber hat ja auch schon, also der Hefeteig, den wir gemacht haben, da ist ja auch schon 80 Gramm normaler Zucker drinnen, somit ist der ja auch schon süß. Und hier in der Füllung ist der braune Zucker, wie man unschwer erkennen kann. Und natürlich ist da auch der Zimt drinnen, deswegen färbt das ja. Aber wenn ihr es so dünn bestreicht, einfach mit Geduld alles schön verstreichen. So, jetzt habe ich das schön gleichmäßig verstrichen. Es ist überall was dran. Dann habe ich hier meine Schüssel mit meinem geschnittenen Apfel. Ich habe aber noch einen zweiten Apfel dazu genommen. Also da müsst ihr dann einfach mal gucken, gefühlsmäßig. Oder wenn ihr es hier jetzt drauf verteilt, einfach noch ein bisschen was dazu schneiden. Ich habe kleine Würfel gemacht und ja, Schale abgemacht. Beziehungsweise teilmäßig, das ist teilweise, das ist hier vom Strunk. Und jetzt verteile ich das hier schön. Darf aber auch nicht zu dick werden, muss ich sagen, weil wir falten das jetzt gleich. Hier habe ich ein großes Stück. Ja, weil wir falten das jetzt gleich und das soll jetzt auch nicht zu dick werden. Könnt ihr aber bis zum Rand auf jeden Fall geben, weil wir das jetzt einklappen. So schön. Ach, das ist ein großes Stück hier. Also unbedingt sehr, sehr klein schneiden. Und ordentlich, ja, also zwei Äpfel. Ist bei mir leer. Ich habe jetzt einfach zwei Äpfel genommen. So. Gut. Jetzt zeige ich euch, wie wir das falten. Und zwar nehmen wir hier oben die lange Seite. Klappen das hier runter. Quasi wie so ein Apfelstrudel. Drücken das. Und dann klappen wir das hier drüber. Also nicht nur bis hierhin, sondern also ein Stück runter. Dann sieht das so aus. Hier ist es jetzt vielleicht nicht so gut geworden.
Aber so sollte es aussehen. Jetzt nehmen wir uns ein scharfes Messer. Jetzt halbiere ich das erstmal hier in der Mitte. Und dann schneiden wir uns so dickere Streifen. Sag mal so, ja, 1,5 Zentimeter in etwa. 1 bis 1,5 Zentimeter. Also wie ihr seht, die Füllung darf jetzt auch nicht zu dick dann sein. Und jetzt zeige ich euch, wie wir die Knoten machen. Ich habe hier drüben ja mein Backpapier schon, mein Blech. So, und jetzt nehme ich mir hier einmal das Gefaltete. So, jetzt nehme ich mir das einmal, drehe es vorsichtig. Ihr seht, die Füllung ist jetzt ein bisschen dick. Drückt das nochmal ein bisschen zusammen, dass die Äpfel hier nicht so rausfallen. Jetzt drehe ich das. Ich versuche es euch langsam zu zeigen. So, ich drehe das hier so. Seht ihr das? Äpfel könnt ihr auf der Seite wieder reindrücken. Und dann geht das hier einmal so. Ich hoffe, ihr kennt das. Gebt das hier rüber und drückt das hier einmal so unten rein. Die Äpfel können hier ruhig rausschauen. Das soll auch so sein. Ja, seht ihr? Also, und dann kommt das hier drüben aufs Backblech. Das mache ich jetzt mit allen. Ihr könnt das auch länger machen in der Breite, also statt 3, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich habe, 35 cm habe ich jetzt mal geschätzt. Ihr könnt es auch länger machen und dann könnt ihr es anders klappen, damit ihr die, also oder ihr zieht das jetzt noch so ein bisschen in die Länge, seht ihr? Und dann dreht ihr das. Das ist wie mit diesen Blätterteig-Stangen, die ich euch schon ganz oft gezeigt habe. So, dann dreht ihr das so ein bisschen, formt das zu so einem Kreis, klappt das eine hier so drüber, ein bisschen runter, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dann geht das hier jetzt alles drüben drauf und so machen wir das jetzt mit allen. Hier sind meine fertigen Apfelknoten. So sieht das aus. Die hier unten, seht ihr die überhaupt? Die 3 hier unten sind jetzt nicht schön geworden. Oder diese 4 hier unten, das lag daran. Also am Rand, links und rechts habt ihr gesehen, da war ja noch alles offen, weil ich habe es nicht ganz rechteckig ausgerollt. Ist ein bisschen schwierig, links und rechts dann die Enden noch rechteckig auszurollen. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Die anderen sind aber alle perfekt geworden. Wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, ich habe jetzt, als ich hier alles draufgelegt habe, meine Hände erstmal gewaschen. Und dann habe ich den Backofen jetzt auf 160 Grad Umluft gestellt. 160 Grad Umluft, ganz wichtig. So, dann habe ich hier in eine Schüssel so circa 2 Esslöffel vom Haferdrink hineingegeben. Hier habe ich meinen Pinsel. Und jetzt werde ich mit dem Pinsel meine Knoten hier so ein bisschen bestreichen. Dann bekommen die auch eine schöne Farbe. Sind dann auch nicht so trocken. Kann auch sein, dass ihr ein bisschen mehr Haferdrink benötigt. Also haltet euch da mal nicht an die angegebenen 2 Esslöffel. Einfach ein bisschen was reingeben und ansonsten noch was dazugeben. Und das Ganze geht jetzt für 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen, wie gesagt, bei 180 Grad, bei 160 Grad Umluft, der ja gerade schon vorheizt, gehen die jetzt für 20 Minuten circa in den Ofen. Müsst ihr einfach schauen, je nachdem wie dick, wie groß ihr die gemacht habt, also ihr seht das ja von der Größe, so sollten die aussehen. Also 20 bis 25 Minuten. Schaut einfach mal nach 15 Minuten schon mal nach, wie die Farbe aussieht. Und ja, dann nehmt ihr rechtzeitig raus, also 20 bis maximal 25, sag ich mal. Und in der Zeit werde ich jetzt hier klar Schiff machen und dann bereiten wir in der Zeit, wo das Ganze jetzt im Ofen ist, unsere Zuckerglasur vor. Aus Puderzucker, Zitronensaft. Hier habe ich nur meine 250 Gramm Puderzucker, also die ganze Packung. Dazu geben, also für die Glasur, dazu geben wir 3. Meine Dinger sind schon draußen hier. Der Postbote hat geklingelt und ihr glaubt es nicht. Die Minute hat gereicht, dass sie ein bisschen zu dunkel geworden sind. Ja, naja. Gut, also 250 Gramm Puderzucker und 3 Esslöffel Zitronensaft. Kann sein, dass noch ein bisschen mehr sein soll. Mehr werden kann oder mehr werden muss. Ohne Kerne natürlich.
und ohne Fruchtfleisch. Einfach erstmal mit drei Esslöffel anfangen. Das Ganze verrühren und dann seht ihr schon, dass ihr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr benötigt. Einfach nach und nach immer mal wieder ein bisschen was von der Zitrone hineingeben. Und es soll nicht zu flüssig werden, natürlich auch nicht zu dick. Ja, man sieht schon, also drei haben auf jeden Fall nicht gereicht, drei volle. Dann mache ich mal fünf. Ansonsten muss ich noch eine Zitrone, hoppala, noch eine Zitrone anschneiden. Bei mir waren das jetzt so 6 Esslöffel Zitronensaft. So sieht die Konsistenz aus. Also nicht zu dünn, es soll aber auch nicht zu dick sein. Also so eine Kleister, ja, wie so ein Kleber, wie so ein Tapetenkleister sollte es aussehen. So, und jetzt können wir unsere, ist das noch heiß? Ja. Unsere Hefeknoten damit bestreichen. So sehen die aus. Ja, hier hinten nicht drauf achten. Das waren ja auch die Endstücke, die schmal waren und klein. Deswegen sind die natürlich dunkler geworden. Die Hefeknoten sollten von der Farbe so aussehen. Also das ist ein sehr gutes und auch von der Form. Das ist eigentlich das Schönste geworden. Also so wie dieser hier sollten die formmäßig und farbmäßig aussehen. Der ist noch in Ordnung, der ist in Ordnung. Also die gehen eigentlich. Der ist jetzt ein bisschen dunkel, weil der so weit vorne am Fenster an der Tür war. Deswegen, ja. Aber so ist alles super. Und jetzt bestreichen, was heißt bestreichen? Ihr könnt das jetzt so machen, wie ihr wollt. Nehmt einen Pinsel, nehmt den Löffel. Ich gehe damit jetzt einfach so drüber. Ja, mache hier so Formen, auch nicht zu viel. Einfach ein bisschen, damit man natürlich den Knoten auch noch sieht und es optisch ein bisschen schön aussieht. Und das machen wir jetzt mit allen und dann einfach nur abkühlen lassen, trocknen lassen und ja, schmecken lassen vor allem. Ihr Lieben, meine Apfelknoten sind jetzt fertig. Ja, Zuckerglasur ist teilweise schon getrocknet. Ich habe jetzt hier mal 3 auf den Teller gegeben, damit ihr die sehen könnt. Also einfach so verzieren, wie ihr das gerne habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Ich freue mich schon sehr, nachher eins zu probieren. Ist vielleicht ein bisschen, also es dauert etwas, aber eigentlich ist es nicht so kompliziert. Ihr müsst halt nur die ganze Gehzeit vom Hefeteig abwarten. Aber ansonsten ist es ein super simples, einfaches Rezept, finde ich. Also unbedingt mal nachmachen und ich lasse euch in der Infobox noch weitere Apfelrezepte da. Sämtliche Apfelkuchen, natürlich alles vegan, mit Streusel, mit Dinkelmehl, gesund, ohne Zucker. Apfeltaschen, vegane, aus fertigem Blätterteig und so weiter. Schnelle Rezepte, also unbedingt überall mal unten vorbeischauen. Wenn ihr gerne Äpfel isst, beziehungsweise Apfelgebäck, würde ich mich sehr freuen. Natürlich würde ich mich umso mehr über ein Abo freuen. Lasst mir deswegen sehr gerne eins da. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.